Ich hab mich einfach beleidigt. Jo, moin YouTube. Ich hab da zwei Videos angeschaut. Das eine war der World Cup Vlog von 2018, 2019 ungefähr. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann das war. Und dann nochmal von Revi das Interview, was ich bei World Cup geführt habe. Da war ich 12 Jahre alt. Bei anderen Video war ich auch 12 Jahre alt. Ja, also es ist an sich lustig, aber teilweise auch unangenehm, aber ich glaube, das ist schon echt lustig anzuschauen. Falls ihr noch nicht bei meinem neuen YouTube-Channel, wo ich Warzone und Call of Duty, also allgemein Call of Duty COD hochlade, das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Bitte alle draufgehen. Ich werde bei 1000 Subs dort in 20 Euro Giveaway ausführen. Ihr müsst mir einfach nur irgendwie reinschreiben, dass ihr von meinem YouTube-Channel kommt. Schreibt einfach Hashtag COD hinter. Auf jeden Fall, zwei Videos kommen gleichzeitig hoch. Wenn ihr das Video anschaut, ist auch direkt mein Warzone 2 Online-Video raus. Jalla, haut rein, danke an den ganzen Support. Ich küsse euer Herzen und ja, haut rein. Warte, hat sich nicht mit Vorwind Beep oder so? Ich glaube, ja, hat mich geblockt auf Twitter. Ich glaube, ich habe mich auf Twitter beleidigt. Er hat gesagt, ich hatte ihn, glaube ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte mit irgend so einem Spanier Beef bei Lazy und ich habe die alle. Ich hatte einen, glaube ich, verfolgt. Ich hatte irgendeinen Spanier bei Heats von Tilted bis zu Agency verfolgt. Ich habe ihn getötet. Das war so lustig. Ich habe ihn wirklich verfolgt. Ich habe ihn wirklich von A bis Z verfolgt. Der Arme. Da hat er mich irgendwie beleidigt oder so, hab ich gesagt, kann man deine Fresse oder so, ich weiß nicht. Ich war dann auch noch 7 und dann war er voll butthurt. Ja, New York war an sich echt schön, aber ich fand die Luft so widerlich dort. Also wenn man draußen warst, du hast wirklich den Luftunterschied gesehen. Das war so, als ob deine Nase die ganze Zeit zu war, ich sag's euch. Ich war einfach 12, Digga. Ich war wirklich 12. Ich hab über Geld geredet, aber wir reden auch immer über Geld. You need to pay for a cappuccino like $9. No problem, bro. Yeah, that's a scam. I'm really good at L2 spam. My weakness is probably box fighting when I'm sitting with an enemy and sometimes I'm joking my edits. Yeah. That's the biggest issue I have right now. My big respect is to Bizzle. He's like a person that really motivated me. Kamo was one of them as well. He didn't qualify, I know that, but he's like still one of the best controller players, in my opinion. And he like motivated me to play as well. Isa and Stompy as well, and Monger and Mitre, like these were like all of them. Like the pressure I had on me, like it felt everything off before I qualified. Yeah, ich war halt jünger, ne, was ich machen. One of my biggest achievements right now I had in my life. Nothing against NA players, but sometimes there's only gonna be like really bad players, or there's like only gonna be really really good players, but there's like not the middle of it. So that means if you like fight someone, he's really good or he's really bad. I don't know, like NA has a really big difference of the players. Ich hab schon viel NA gehasst. Ich hab die immer schon talkt. Ich finde das auch bis heute. Mein Name wird sich niemals ändern. Ich finde NA ist. Ich glaube, EU ist so viel superior als NA. Ich schwör's euch. 100%. I think in NA you have better chances to qualify because everything is easier. My expectations for myself as a player is definitely to reach the top 10. Ja, mein Englisch 1+. Ich hatte auch schon in der Hauptschule 1. Ich war Englisch so ein E-Sportler, ich sag's euch. Da könnt ihr auch nichts sagen. Ich war wirklich der Beste in Englisch. Also, die meisten von euch kennen Dex. Ich hatte mit Dex, mit dem habe ich früher auf Xbox. Ich war da irgendwie 10 Jahre alt. Ich habe da schon angefangen, Englisch zu sprechen. Ich habe es gelernt. Ich habe am Anfang Google-Übersetzer benutzt und ich habe mich langsam hineingesteigert. Und die haben mich dann immer korrigiert, wenn ich was falsch gesagt habe. Ich konnte mit denen einfach normal reden, die haben sich nicht lustig über mich gemacht hab oder so mit meinem Englisch oder so. Und seitdem, ich kenne Dex jetzt auch schon über 10 Jahre. Deswegen. Naja, hat's auch so weiter danach bekommen, ne? NA hat so aufs Maul bekommen. Also Buga hat zwar NA so losgewonnen, ich weiß, aber im Fighten war, glaube ich, EU echt viel besser. Guck mal, die haben die einfach aufgegessen. Ich schwör's euch, die haben die einfach aufgegessen. Das war krass. Die haben die so aufgegessen. Wisst ihr, was das Problem aber war? Ihr konntet euch den Skin nicht aussuchen. Ich bin immer mit dem breitesten Skin gespawnt. Ich gebe das auch die Schuld darauf. Ich konnte nicht mit einem Skin spielen. Ich konnte
wenn du Frown Skin hast, warst du auf Superior. Die haben, du hast aber so einen random Skin bekommen. Ich war teilweise irgendwie so 10 Meter Oxy, Digga. Ich versteh's nicht. Heute war aber so einfach im World Cup, ne? Das war wirklich krass einfach. Ich hab das so ausgenutzt, ne? Ich fand das so lustig. On the board, how massive will that be for your current first place player? Leshy just picked up his sixth elimination now. Hätte ich, ich sag's euch, ich wäre safe top 10 geworden, ich wäre safe irgendwie top 15 oder so geworden, hätte mich dieser kleine Asiat-Nutten nicht gestormfightet, dieser dumme Hurensohn. Ich schwör's auf alles, ich wäre jetzt 56.000 Euro reicher. Dieser dumme Hurensohn stormfightet mich. Er stormfightet mich. Ohne Grund. Er hatte keinen Grund. Dieser fette Nuttensohn. Ich hab ihn so gehasst. Ich schwör's euch. Ich war. Also, naja. War das nicht letzter? Der war letzter. Er war letzter. Er hatte einen Punkt. Das war ich. Weil ich weglaufen wollte. So ein Hurensohn. Ich wär so weiter Nuttensohn. Ich hatte zwei Pads. Ich hatte alles die Runde. Dieser Hurensohn. Ich schwör's euch. Ich hasse ihn. Nein, also das hat mich so sauer gemacht. Ich verstehe nicht, wieso er das gemacht hat. Mir hat ein Punkt gefehlt. Ein Punkt für irgendwie mehr Geld. Gott, das ist so eine Scheiße gewesen. Er war letzter. Er hatte keinen. Er war einfach ein Nutten. Ich fühle mich ein bisschen relieved. Ich fühle mich ein bisschen sad, dass ich nicht Top 20 gespielt habe. Ich habe 3 Games unlucky, aber ich habe viel Erfahrung. Ich war echt unlucky in dem Cup, aber ich glaube, wäre es in jeder anderen Tag, hätte ich safe Top 15 geplaced oder Top 10. Ich fand das wirklich im Kopf so einfach. Ich glaube, wäre das wirklich in jeder andere Tag, hätte ich besser gespielt, 100%. Aber es ist halt so, manchmal spielst du einen Tag besser, manchmal spielst du den anderen Tag schlechter. Thanks for the support, thanks for all the Instagram messages. Love you. Kann es sein, dass du der Einzige aus Atlantis bist, der nicht quittest? Ja, also ich hab's halt bis heute durchgezogen, ne? Die waren halt alle nicht so wirklich schlau, würde ich teilweise sagen. Also Mitro hat seine... Mitro musste ja nicht mal wirklich Comp spielen, der hätte einfach nochmal streamen können und der hätte Views gemacht, wisst ihr? Das ist einfach so. So, da könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Mongrel ist ja nicht wirklich quitt, Mongrel macht ja streamt noch, aber Mitro macht ja gar nichts. Das Geld, was er hat, wird ihm nicht lebenlang reichen, ist es einfach so. Ich weiß ungefähr, wie viel Geld er hat. Er hat deutlich mehr als ich, aber selbst dann weiß ich, dass er es nicht für seine Ewigkeit reichen wird. Man muss ja irgendwie was machen. Ich habe noch das Video, das muss ich auch noch anschauen. Guck mal, meine Form war da katastrophal. Ich war aber auch so kaputt. Aber ja, ich war halt... Ihr müsst verstehen, ich war wirklich so dünn wegen meiner Schilddrüse. Es hat sich jetzt deutlich verbessert, weil ich trainiere und mir halt meinen Körper aufbaue. Aber ich glaube, hätte ich nicht angefangen, würde ich noch mal so aussehen. Wer bist du? Ich bin Leti, ich spiele für die Organisation Atlantis. Das ist Meta, das ist Interview, okay. Vertraue ja. Okay. Aber du bist Streamer, aber auch auf YouTube und Twitch unterwegs, ne? Ja. Vergleichsweise weniger als natürlich als Pro-Player. Würdest du trotzdem sagen, dass du eher Pro-Player oder Content-Creator bist? Ich würde sagen, ich bin mehr Pro-Player. Aha. Hast du so einen bestimmten Trainingsplan und wenn ja, wie sieht der aus? Also stehst du morgens um 8 Uhr auf oder wie läuft das bei dir gerade? Also ich stehe echt immer recht früh auf. So, ich spiele dann, glaube ich, immer so also Aim-Maps, ja, die für Controller Spieler gemacht wurden, halt wo man halt rumtöten, damit seine Hände warm werden. Aha. Und dann spiele ich halt immer Solo-Arena. Da mache ich halt immer eine kurze Pause vom Turnier, dann spiele ich mich bevor dem Turnier eine Stunde warm, das ist okay. Halt die beste Routine. Zusammengezählt, wie lange brauchst du so, bis du auf so ein Tournament quasi vorbereitet bist? Wie lange spielst du dann nochmal vor dem Tournament selber? Ich glaube immer so 2 bis 3 Stunden. Ganz klassische Frage, was sagen deine Eltern und deine Familie zu dieser ganzen Geschichte? Wie gehen die damit um? Meine Eltern und meine Geschwister unterstützen mich mit allem. Wie sieht es bei der Schule bei dir hinten aus? Gehst du noch zur Schule? Ja, ich gehe noch zur Schule. Also meine Eltern haben gesagt, dass ich die Schule trotzdem fertigstellen muss und ja, auch Ausbildung machen, aha, muss, aber ich kann das halt alles nebenbei machen. Also okay, okay, cool. Ist Fortnite das erste Game, in dem du dich so competitive und esports-mäßig versuchst oder hast du schon mal andere Spiele? Ja, apropos Ausbildung, ne? Ich hab die nochmal nicht gemacht. Na, aber ich brauch die Ausbildung nicht, weil ich halt... Bad Wars? Ja, Bad Wars. Sehr stark, sehr gut. Wie findest du das, dass ein Großteil der Earnings einfach öffentlich gemacht wird? Findest du das eher scheiße oder findest du das eigentlich... Bist du jetzt dazu was? Ich war 15, 14. Ich find's halt recht gut, weil die Leute sich dann halt natürlich auch mehr anstrengen. Und ja, auch immer eine Sache, worauf man stolz sein kann, ne? Hast du geplant, neben deiner E-Sports-Karriere und deiner Online-Karriere quasi, YouTube, Twitch und sowas, irgendwann einmal, vielleicht sogar mit dem Geld, was du hier gewinnst, Offline-Standbein aufzubauen und zu sagen, ich
meine, du bist noch relativ jung, du bist 15, aber hast du schon so weit quasi gedacht zu sagen, hey, vielleicht investiere ich das Geld irgendwo rein oder sowas? Also das World Cup Money, was ich gewonnen habe, die 55.000, das gebe ich alles meiner Mutter. Es wird halt nicht aber 55.000 ankommen, es werden halt die Steine noch abgezogen. Klar, aber das hast du schon mal im Hinterkopf, das ist schon mal wichtig. Wann war dieser Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, ey, ich fahre ja gerade über jeden drüber und vielleicht kann ich sogar kompetitiv versuchen? Ich meine, in irgendeinem Spiel muss ich aber den Klick gemacht haben. Wann war das? Die Stimme ist das wegen dem Mike oder stimmt doch, du warst 15. Und meine Stimme war schon immer viel. Ja, ich bin natürlich jetzt ein bisschen älter. Ja. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die tiefste Stimme habe. Ich höre mich ungefähr gleich an, teilweise. Ja. Dann habe ich halt versucht, mehr in Competitive vielleicht zu gehen. Wie war denn dein Weg tatsächlich in das ganze Ding rein? Du hast dich ja als quasi Underdog qualifiziert. Ging ja dann noch relativ schnell mit dem Atlantis. Deine Stimme in 17 war noch so. Ich höre mich doch fast immer so an. Wurde ich jetzt hinter Platz. Ich war da ja in dem Team Apokalypse, also einfach nur ein normales Team. Ich bin mit denen halt auch noch allen gut. Die haben mich halt auch mit allem unterstützt. Ah, krass. Das heißt, Atlantis ist danach dann auch zugekommen, hat gesagt, hast du Bock? Ja, und dann von dem Apokalypse bin ich dann direkt zu Atlantis gegangen. Okay, krass. Schaust du dir selber auch andere Content-Creator, Streamer oder sowas an? Ich gucke oft Karma, Ghost Bizzle und Easter gucke ich immer. Viele Controller-Spiele halt, damit du vielleicht selber da nochmal irgendwie ein Learning draus ziehen kannst, oder? Ja. Ist das oft so, dass wenn du... Du hast dunkle Stimmen bekommen und bist wasch geworden. Halt die Fresse. Das hilft dir vielleicht selber weiter? Ja, nein. So bei Twitch vor allem. Also ich versuche halt... Ich werde noch immer gut, hätte ich das Spiel viel gespielt. Kenn ich. Würdest du sagen, dass in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Dasein eines E-Sportlers oder generell E-Sports genügend Respekt gezollt wird? Oder ist es immer noch so, dass das irgendwie nicht richtig anerkannt ist? Ja, also ich finde, du kriegst schon wirklich viel Respekt. Ich glaube, wenn jetzt die E-Sportler nicht Social Media setzen würden, die, glaube ich, auch nicht auf der Straße erkennen werden. Also ist, glaube ich, immer noch ein großer Unterschied zwischen normalem Sport und E-Sport, oder? Mhm. Eine wichtige Frage habe ich noch tatsächlich. Warum ist Trimax eigentlich so bad? Kannst du mir das erklären? Ich weiß es eigentlich im Ernst auch nicht, weil er spielt halt seit Season 0. Ja, aber er geht... Ich habe mich einfach beleidigt. Kann dann schlecht sein, ist die Frage. Weiß ich nicht. Was? Vielleicht sollte er mal Controller anschließen, vielleicht wird er besser. Wollte ich gerade fragen, hast du da irgendeinen Godlight-Tipp an Trimax vielleicht? Vielleicht probier mal Controller-Trimax, vielleicht bis im L2-Spamming und vielleicht wird's dann besser. Alles klar, Leute, das war's mit Lecce. Dankeschön dir, cool, danke. Mega. I'm the big Lecce. G2 Lecce for you, bitch.